Und damit herzlich willkommen zurück. Erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche zu Heavy Rain identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft bald die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Warum helfen Sie mir, Madison? Sie kennen mich überhaupt nicht. Sie könnten tot sein. Ich weiß nicht. Ich dachte in dem Moment einfach, ich tue das Richtige. Sie brauchten Hilfe, ich habe geholfen. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht Sie, Ethan. Sie nennen Sie den Origami-Killer. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Wir vertrauen uns ihr an. Sie hat uns geholfen. Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Und sag Ihnen was? Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich, aber nicht früher. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Sie verstehen einfach nicht, die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden, ich habe keine Wahl. Bitte, Madison. Gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Ich muss es alleine durchziehen. Dann stehen wir mal wieder auf und holen uns die nächste Prüfung, nehme ich mal an. Was erwartet uns denn jetzt noch? Nummer 4. Sind Sie bereit zu töten, um Ihren Sohn zu retten? Brad Silver in Lexington. Erledigen Sie ihn. Schicken Sie ein Bild. Holen Sie sich Ihre Belohnung.
Jetzt sind wir wieder als Scott Shelby unterwegs. Donnerstag, 11.10 Uhr. Manfred! Manfred! Bist du da? Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott. Scott Shelby. Kennst du mich noch? Scott? Wenn das nicht... Scott! Ja, Scott! Hey, schön, dich zu sehen. Wie lang ist das her? Oh, bestimmt schon 10 Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Schön. Würdest du für mich rangehen, Scott? Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar, mache ich. Hallo? Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. Wollt doch gerade hören, was er zu sagen hat. Hier hat sich nicht viel verändert. Nur der Staub. Und die Uhren ticken immer weiter. Na, dann geben wir uns mal ein kleines Stückchen. Auf die Freundschaft. Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Hm, lass mal sehen. Könntest du bitte so nett sein und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke herholen? Klar, sicher. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Aber selbstverständlich machen wir das. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Ja, mal gespannt. Eine Royal 5. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden oder im Keller. Gibt es eigentlich noch viele Läden, die die reparieren? Ich habe damals alle Lagerbestände quasi für ein Butterbrot gekauft. 1964. Die wollten das ganze Zeug einfach auf den Müll kippen. Alle Leute, die hier noch eine funktionierende Maschine haben, waren alle zwangsläufig mal bei mir. Das ist gut.
Führst du Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja, klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Wenn ihr kurz wartet, ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das würde wirklich helfen. Die nehme ich. Natürlich. Nur 2 Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Glauben Sie, der Mörder war hier? Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Mal, was er hier hinten so macht. Hallo? Manfred! Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss Ihren Namen wissen, Sir. Sir? Hallo? Oh mein Gott. Bestone. Alter Mann, so ein Ende hat er nicht verdient. Scott? Oh mein Gott! Was tun Sie? Ich rufe die Polizei. Das hat der Mörder schon längst getan. Er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier. Sean Mars' Zeit ist bald abgelaufen. Wir können keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Und was machen wir? Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Alter. So schnell die Gläser hier. Lupe hat meine Hand. Und die Flasche nehmen wir auch noch schnell. Mehr hatten wir nicht angefasst. Tür natürlich noch. Ach, Fenster. Ja, gut, dass du sagst. Scott, wie lange dauert das denn noch?
Die Polizei kommt jeden Moment. Ich hab's gleich. Das war's. Fertig. Sind alle weg? Ja. Wird schon reichen. So können sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. Ach, verdammt. Das andere Telefon. Also, das Opfer wurde ermordet, als Sie im Laden waren. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und da war er schon tot. Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Wir hatten mit dem Mord nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Okay? Stimmt, das andere Telefon. Scott Shelby. Wieder mal Ärger? Ah, das ärgert mich. Falsche Zeit, falscher Ort. Du kennst das. Kein Problem. Ich mach das schon. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Carter. Was gut. Bist du gerade an irgendwas dran? Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Naja, wenn es mehr als eine Idee wird, sag mir Bescheid, ja, Scott? Klar. Wo geht's hin? Ich bringe sie heim, das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Hören Sie, ich weiß, Sie wollen den Killer. Aber Sie bringen sich selbst nur unnötig in Gefahr. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauche sie nicht. Super verärgert, Grausamkeit. Sie werden jetzt ein braves Mädchen sein, gehen heim und lassen mich mit der Ermittlung weitermachen. Halten Sie an. Was? Halten Sie an, verdammt! Oh, greif mir ruhig ins Lenkrad. Wenn Sie mir nicht helfen, den Mistkerl zu finden, dann mache ich es alleine. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte sie nie mitnehmen dürfen. Das Mädchen ist stur wie ein Esel. Sie bleibt dran, ob mit mir oder ohne mich. Lauren! Fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Es tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Es ist nur... Ich mache mir eben Sorgen um sie.
So, das war's für die Folge Heavy Rain. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.